Die Wirtschaftshilfen der Bundesregierung müssten neu überdacht werden, fordert Henrike Brandstötter von den NEOS. Endlich müsse Klarheit herrschen. Am Wort von der ÖVP Nico Machetti. Die NEOS kritisieren ganz lautstark, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen Pressekonferenzen ihrer Meinung nach und Maßnahmen. Und gleichzeitig bringen sie einen Antrag ein, der vollkommen dem widerspricht, was sie die letzten Wochen und Monate gefordert haben. Und ich würde das auch gern beweisen. Ich habe mir das natürlich diese Widersprüche auch zurechtgelegt. Zum Beispiel steht in Ihrem Antrag, Sie wollen den unübersichtlichen Teppich an Einzelmaßnahmen und Almosen beenden. Ich habe mir jetzt Ihre OTS angeschaut. Seit dem 18.03. waren 3.500, das ist zahlreiche. Und da war zum Beispiel was, am 12.06. haben Sie ein Spezialpaket für die Gastronomie gefordert. Am 3.06. ein eigenes Rettungspaket für Yoga- und Sportstudios. Schellhorn fordert 1.000 Euro monatlich für Künstler. Sie wollen regionale Lockerungen. Sie wollen Extralösungen für den Breitensport. Also das sind ja alles gute Maßnahmen, über die wir auch diskutieren. Aber Sie sagen jetzt, wir dürfen bitte keinen Fleckerlteppich produzieren. Und natürlich gehen Sie auch rein ins Detail, was ja auch sinnvoll ist. Aber dann werfen Sie nicht uns vor und Sie machen es sinnvollerweise aus unserer Sicht ja auch selbst. Noch so ein Widerspruch. Gestern hat die Kollegin Doppelbauer gesagt, sie fordert vehement eine transparente parlamentarische Kontrolle der Corona-Maßnahmen. So, jetzt wollen Sie ein externes, nicht demokratisch legitimiertes Expertenboard, das politische Entscheidungen trifft. Dass Sie null kontrollieren können, wo Sie null Zugriff darauf haben, das ist doch überhaupt nicht irgendwie vereinbar mit Ihrer Forderung nach mehr Kontrolle. Auf Ihrer Homepage mit Ihrem Gesicht ganz groß drauf, Frau Meinl-Reisinger, das Wirtschaftspaket für Österreich, Punkt 3, Österreich vereinfachen. Da sagen Sie, teure Doppelgleisigkeiten und ineffiziente Strukturen muss man beseitigen. Genau das wollen Sie jetzt schaffen mit diesem Antrag. Die Ministerin hat es schon gesagt, wir haben ein Expertenkabinett und das ist das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Warum misstrauen Sie diesen Beamten am Stubenriegen so und sprechen ihnen jede Kompetenz ab? Man kann unterschiedlicher Meinungen sein, liebe NEOS, aber den Beamten Ihres Hauses und der Ministerin, die eine ausgewiesene Wirtschaftsexpertin ist, die Kompetenz mit einem Handstreich abzusprechen, das ist respektlos und das ist eigentlich nicht das, was ich von den NEOS erwarten würde. Mir fehlt auch jede Art von Ambition bei diesem Antrag. Also wenn man den zusammenfasst in einem Satz, sagen Sie, wenn wir nicht schon wissen, was wir tun sollen, dann soll es vielleicht irgendwer anderer wissen. Das ist der Antrag und ich frage mich wirklich, ob das wirklich die gesamte Ambition ist, die Sie in diese Sache hineinlegen. Ich habe am Anfang schon gedacht, wirklich, wie ich den Antrag gelesen habe, ich gewundert, das kann doch nicht ein Antrag von den NEOS sein. Ich habe die NEOS und die Kollegin Nies hat das schon gesagt, kennengelernt, oder ich zitiere besser, der Kollege Pink hat in der Presse gesagt, gestartet sind die NEOS als wirtschaftsliberalere ÖVP und geendet sind die NEOS als ein bisschen andere Grüne, wirtschaftspolitisch. Und das sind einfach Dinge, wo Sie sich fragen sollten, liebe NEOS, was wollen Sie sein? Was ist Ihr Wirtschaftsprogramm? Und ich sage Ihnen nur was, obwohl ich kein Experte bin, aber Sie wollen einen Rat von außen haben. Wer sich nicht entscheiden kann, was er will, für den entscheidet sich auch keiner. Und das ist das Problem von den NEOS. Ja,